So, und da sind wir wieder, immer noch mitten in der Lünari-Wüste. Ja, wir wollen immer noch das eine Artefakt mitnehmen, das hier unten versteckt sein sollte. Also gehen wir einmal da runter. Und dann zum großen Boss. Der große Boss. Das wird ja lustig. Ui, die Gegner-Statuskarte. Hallo Lamia, ich hab gerade irgendwie nicht aufgehört. Ah, jetzt hab ich die Gegner-Statuskarte. Ah, jetzt hab ich sie nicht mehr. Ich hab die stinknormale Gegner-Karte. Ich sehe, dass eine Lamia durch vor uns ist. Das ist die normale Karte. Außerdem ist dein Gegner links unter uns. Ja, interessant. Das ist dann links von uns. Ja. Keine Ahnung, die Gänge, wo wir vorhin nicht lang gelaufen sind. Ja, glaube ich auch. So, und da ist der eine Kaktus, den wir noch öffnen müssen. Da drin befindet sich... Eine Kaktusblüte. Wieder. Ja. So wie beim letzten Mal auch. Okay, scheinbar hat sich ja nicht geändert. Das ist merkwürdig. Ich hatte jetzt irgendwie erwartet, da ist jetzt ein Artefakt drin. Scheinbar nicht. Kaktus und die Kaktusblüte hatten wir ja schon. Was machen wir denn jetzt mit der Kaktusblüte? Weiß ich nicht, wir können ja versuchen, ob man die nochmal bei dem abgeben kann. Und wenn es nichts bringt, dann kann man sie verkaufen. Ja, schätze schon. Ja, das war antiklimaktisch. Ja. Aber wir haben ja nochmal zwei mit Lamias verprügelt. Ja. Und dafür irgendwie eine Kürbiskartoffel bekommen. Und eine. Dann schauen wir nochmal bei dem Boss vorbei, was der zu sagen hat. Ich habe im Moment die Gegner-Statuskarte, aber ich glaube, das ändert sich, wenn wir den Boss laden. Wahrscheinlich. Das könnte sich ändern. Ich habe die stinknormale Karte. Ich sehe nichts. Die Gegner-Statuskarte wäre natürlich toll für den Boss. Aber. Ja. Na, das dauert noch ein bisschen, bis wir zum Dünn kommen. Ich wollte gerade sagen, dürfen wir uns erstmal noch durch die Skorpione prügeln. Yay. Ha, Freude. Freude. So ist die Mistviecher. Geronimo! So, komm, jetzt erstmal nicht Magie-Immune. Ah, steht nochmal ein Skorpion. Ich glaub's ja nicht. Ist drauf. Damn. Giftwirkende Skorpion. Ist drauf. Damn. Lalala. Sanitas. Schön. Sanitas und Vita. Die beiden Zauber, die ich hier brauchen werde. Könnt ihr nicht einfach wieder gehen? Wir gehen zum Baum und auf Wiedersehen. Komm, liebe Viecher. Da sind sie. Sind das die Viecher, die schocken, wenn ihr angreift? Ja. Und dann halte ich mal Sanitas draußen. Gut, dass meine Spezialattacke einfach mehrere Gegner auch trifft, wenn der Laser durch hier durchgeht. Ja, so ging's doch. Viecher. Ring, Sanitas? Aha, aha, aha. War jetzt schon mehr? Nee, eine Stufe kommt noch. Sind. Magie-Moon, glaube ich. Wieder die. Ja, Magie-Moon. Nutzen, ich hab trotzdem nicht an. Vita! Und Sanitas! Arschloch rein. Ja. Hier, sah nicht das rein. Okay, aber jetzt, der Boss. Okay, bleibt weit von mir fern. Kessel auf maximale Entfernung. Ich versuche euch aus dem Stein rauszuholen, wenn ihr mal versteinert werdet. Okay. So, hier immer noch die Gegner-Statuskarte. Mal schauen, ob sich noch ändert. Normale Karte. Wir wurden gerade umpositioniert. Wer könnte nur der Boss sein? Ich habe keine Ahnung. Wir haben ihn noch nie gesehen. Gucken, ob er sich ein bisschen verändert. Ich sehe keine Veränderung bis jetzt an dem Ameisenbürgen. Der braucht auch nicht stärker geworden sein. Das war das letzte Mal schon arg knapp. Das stimmt. Aber wir sind ja stärker geworden. Oder ich zumindest. Denn ich habe dieses Mal deutlich mehr Herzen. Ja, nicht den Kessel mal rantun. Wir müssen sowieso erstmal die Skorpion probieren. Ja. Komm her. Wollt ihr unseren Heiler stören? Immer noch die Gegner-Dingskarte. Gegner auch nicht als Rundkarte. Autsch. Ich habe immer eine stinknormale Karte. Aus der Lecker. Stoned. Richtig. Das ist mal richtig. Mein Gott, bist du immer noch stoned oder schon wieder? Was schon wieder. In dem Moment, wo ich außen zerren bin. Nein. Vita. Ja, schon. Vita. Dich. Ja, ich muss auch Kevin beatern, ich sehe gar nicht, wo er genau ist. Ich bin direkt hinter Mark. Ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Ja! Das geschafft, das war knapp. So, ihr bleibt da vorne und ich bleib hier. Das ist gut. Der hat noch einen HP. Der hatte noch einen HP. Das ist ärgerlich. Kannst auch mal den Cake umstellen. So, Mark Blitz, mehr steht da nicht. Hinterlässt keinen Gegenstand. Wurde es gerade nicht gehalten. Ich habe völlig viel ausgerüstet. Okay. Du solltest trotzdem wieder in den Kristall.
ich stehe zu schlecht. Muss mal kurz verteidigen, oder? Ich vertraue. Mark. Ja. So, halt schlecht. Ich könnte nicht so nah an mir rankommen. Litaga. Jetzt sollte das Ganze reinkommen. Ja, Skorpion. Ja, von nervige Blitzskorpion. Oh, ne, Vita. Die hassen Eis und mögen Blitz. Das ist sehr schön, aber ich glaube, ich zauber lieber nichts anderes außer die Vita. Der hat noch so gut wie keine HP verloren, der Kerl. Irgendwie. Das will ich aber gar nicht mit. Das war jetzt nicht so klar. Wenn er nur mich versteinert, dann ist es okay, das nehme ich keinen Schaden. Ich kann mich hier nicht mehr bewegen. Muss nach links. Da rechts ist eine Wand. So. Wir müssen einmal ein bisschen in den Weg kommen. Kann ich da weg? Ja. So. Ich liege überall an der Wand fest. Nochmal Vitaka. Ja. Kevin, heilen. Hilfe, das ist Skorpion. Sanitas ausholen. Ja, sehr schön. Komm hier. Ja, das ist gut. Leider eins gut. Das ist dann, wenn du sagst. Ja, leider. Der kann lieber mich hauen als dich hauen. Schöne Position, Mark. Ja, ich sehe mich schon tot. Ja. Ich schnapp die andere Seite rüber. Sanitas! Schade, dass du in der Steinform nicht in meinen Sanitas reinlaufen kannst. Ja. Schön wär's. Bäh! Das ist nicht gut. Nee, das ist in der Tat sehr, sehr nicht gut. Ja, oder? Ja, jetzt sollte es machbar sein. 108 HP hat er. Das sind Gegner hast. Du hast ja leicht mal die Frage. Dabei. Ja, noch. Jump. Nein. Ja, ich will gerade den Kirch aufgeben. Oh. Was ist das hier? Das hat er schon mal gemacht, das macht zum Glück nicht viel aus, sonst zu blitzen halt. So, hier drauf. Er hat noch 19, 13. Geht drauf da. Noch einen. Ah, ich wollte schon selber angreifen kommen. Nein, der Ameisenwirbel ist immer wieder ein Abenteuer. Ja. Da muss man sich schon konzentrieren. Hauptsächlich wegen dämlichen Skorpionen. Ja. Wenn die nicht wären. Ja. Vor allem die schocken. Ja. Man braucht wirklich Blitzresistenz für diesen Boss. Ja. Würde hier doch deutlich aushelfen. Ja. Aber wir haben es geschafft, den ersten Tropfen zu ergattern und das ultimative Element unterwegs einzusammeln. Das heißt, wir können jetzt den finalen Miasmastrom durchqueren. Oder was sehr hilfreich wäre, eine Steinresistenz für diesen Typen. Das wäre äußerst hilfreich. Ja. Ja, auch das. Oder einen hohen Magiewert, das sind immer nur so sehr kurz. Ja. Aber da können wir beide nicht mitreden. Ich habe mal sehr lange gesteinert. Meistens hat er mich dann nochmal gesteinert. So, ich bin mal gespannt, ob wir irgendwelche sinnvollen Artefakte kriegen, wie zum Beispiel Teddys! Yay! Ja. Ja. Die Teddys werden wir wohl kriegen. Teddys! Das ist ja wahrscheinlich. Teddys, I hate these guys. Aber erstmal der Miasma-Tropfen. Da-da-da-da. Bling, twinkle, twinkle. Bling. Blub.
Yay. Wir haben ein bisschen Wasser im Kelch. Voll gut. Wir können aber noch ein bisschen mehr vertragen. Ja. Warum ist der erste Tropfen eigentlich nicht größer? Und der dritte? Und warum ist der zweite eigentlich so groß? Fragen, die wir niemals beantworten werden können. Ja. Warum braucht man drei Tropfen, um ein Ding voll zu kriegen? Weil drei eine Standardzahl für Videospiele ist. Ja. Danke, Nintendo. Genauso wie man bei den meisten Bossen drei Sprungtreffer braucht, um sie zu erledigen. Ja. Pling, in das Tagebuch eingetragen. Jawohl. Post-Coupo, yay. Post-Coupo, yay. Post-Coupo, yay. So. So, wieder von deinem Vater, oder? Wer schickt mir denn meinen nächsten Brief? Es ist Aldane. Deine Mutter. Oh, auch von meiner Mutter. Und deine kleine Schwester. Was will die denn schon wieder? Da steht... Kürbiskartoffel, was hat es mich an Nerven gekostet, bis du nur mal probiert hast? Ich hoffe, du achtest ein bisschen auf ausgeglichene Ernährung. Kürbiskartoffel rausholen. Antwortmöglichkeiten BÄH! Oder selbstverständlich. Ich finde BÄH, finde ich gut. BÄH! BÄH! Ach, Kürbiskartoffel. Immer schön auf ausgewogene Ernährung. Gegenstand beifügen. Ich stelle mir gerade vor, wie Kürbiskartoffeln essen schmecken. Naja. Wie Kürbisse und Kartoffeln gleichzeitig. Bäh. Wenn, dann beifügen noch, Kürbiskartoffel. Aber wenn, dann würde ich noch ein Stück Fleisch dazu machen und dann schön Fleisch. So, der nächste. Kürbiskartoffel. Ja. Ich habe von meiner Mutter bekommen. Bitte sehr. Danke sehr. Na gut, ich schicke es dir, aber weh, du verheimlichst mir etwas. Ach so, hast du. Edelstein herausholen. Ich dachte, das ist eine legendäre Waffe. Warum dann Edelstein? Mutter. False advertising. Ja. Danke oder brauche es doch nicht? Nee, danke. Und Gegenstand herbeifügen. So, jetzt gebe ich dir den Wundersamen. Den ich hab. Hast du nicht schon bauen? Ja, schon, aber ich will wissen, was dieser seltsame Samen macht. Achso. Steht extra dran, seltsamer Samen. Zack. Ich dachte, das ist ein Wundersamen. Ja, und als Erklärung steht da seltsamer Samen, während so Obstsamen dann eine Saat für einen Obstbaum dran steht. So, meine Schwester will mir irgendwas über Mokris erzählen. Hey, gib mir meine Mokri-Puppe zurück. Die Geschichte wieder. Ja. Du kannst sie doch nicht einfach mitnehmen. Ich kann ohne meine Mokri nachts nicht einschlafen. Ich will ihn zurück. Du kriegst einen echten, ich fühle mich einsam. Oder Mokri, wisst ihr das? Beim letzten Mal haben wir gesagt, du kriegst einen echten. Ah, dann sag ich fühle mich einsam. Mokri, oh. Was ist das? Gegenstand beifügen. Kann man denn hier noch, da haben wir hier lecker Buntraume. Ja, so muss das. Meine Familie ist immer noch super glücklich mit mir. Du hast ja auch keine Rabenmutter. Ja, beende. Achso, sorry. Du darfst A drücken. Wird zugestellt. Kupo. Kupo. Bis zum nächsten Mal. Kupo. So, dann schauen wir doch mal. Kuplastisch. Keine Zauber benutzen. Achtung, 35 Punkte. Oh yeah. Yay! 103 und 115. Viele Schatztruhen, viele Gegenstände. Ja. So viele Schatztruhen habe ich eigentlich gar nicht geöffnet. So viele Gegenstände habe ich mal wieder nicht eingesammelt. Nee. Ja. Ja. Oh, doch eine Menge. Alle. So, was kannst du denn auswählen? Teddy, Abwehr plus 2, Magie plus 1, Abwehr plus 2 und Magie plus 3. Ich nehme mal den Platinhelm. Mach das. Ich bin fast gedacht. Stärke plus 3. Ich glaube, ich nehme die Stärke plus 3. Hab ich mir schon was gedacht. Und du nimmst dir deinen Teddy. Und ich habe Stärke plus 2 oder Abwehr plus 2. Ja, ich krieg meinen Teddy! Ist sogar tatsächlich sinnvoll! Juhu, jetzt habe ich 48 Verteidigung. 48 Stärke. Kevin sagt. Nee. Auf ans Westufer. Jetzt will er schon wieder Geld von uns haben. Ja, schlimm. Ja. Wir können ihm natürlich auch sein Boot abkaufen. Wir können es ihm einfach klauen. Was haltet man davon? Oder wir könnten das Boot auch aufessen. Ja, aber dann sind wir immer noch auf der Seite. Ja, das stimmt wohl. Wir könnten das Meer aufessen. Oder wir könnten das Meer einfach austrinken. Dann können wir einfach rüberlaufen. Mein Gott, dieses Eisen ist auch jedes Mal da. Ne, das letzte Mal war es ein Edelstein. Ne, Moment. Das weiß ich nicht mehr, was das letzte Mal war, was wir noch dran war. Jäger am Fluss, Westseite macht 150. Es hat auf jeden Fall nicht nochmal von der Kaktusblüte gesprochen, von daher ist sie wahrscheinlich jetzt einfach nur so in meinem Inventar. Kann ich die verkaufen? Schiebung. Vermute ich auch mal, ja. Glorreich. Lünareninsel. Und tschüss, Lünareinsel. Yeah. War schön bei dir. Und da sind wir wieder am Kilander-Vulkan. Naja, ne. Hübsch, ja, dann kannst du jetzt auch mal gucken, ob du dir eine Kuh kaufen kannst. Das wolltest du, ja? Ja. War das U?
Das U muss man selber kaufen. Achso. Das ist ein Vokal. Vokale muss man kaufen. Alter, was war weiter gut. Aber da muss man ja richtig nachdenken. Die meisten Witze, ja. Ja, die sind weit hergeholt und hochintelligent. Ja. Vor allem hochintelligent. Ja. Auf uns diese Zwischensequenzen zu zeigen. Ja, wir wissen, wer im Boot fährt. Ja, wir wissen, dass das Boot 2 km/h fährt. Ja. Und 8000 Gil verlangt dafür, von da vorne einmal hier rüber zu fahren. Erstmal in die Stadt der unnützen Bauern. Yay! Bauern! Ich will eine Kuh kaufen. Ja. Was ist denn so viel Geld dabei? Ich hoffe doch. Ich glaube, so teuer waren die sogar gar nicht. Die Kühe. Ich würde sagen, so teuer war die nicht. Und dann kann man noch verkaufen. Ja. Die haben doch, glaube ich, irgendeinen Typen, der Sachen einkauft, oder? Fumm! Fumm! Die haben bestimmt Typen, die Sachen verkaufen und verkaufen. Das ist meine Stadt. Ja. Heißt ja nichts. Das sind komische Bauern. Auch die müssen Handel betreiben. Nee, ist eine Lüge. Nö. Nee. Großverdammt nicht viel. Mit denen haben wir schon mal allen gesprochen. Was. Kevin findet die ganzen versteckten Items. Aha. Ich glaube, das ist der. Ja, ist der. Nicht Klabbert, Selki. Selki. So, verkaufen. Phoenixfedern sollte da nicht verkaufen. Nee, hab ich auch nicht vor. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Die Kaktusblüte bringt eine Menge Geld. Wie viel? Ja, 5 Gil. Das ist so viel. Ja, Massen. Verkauft auch nichts Sinnvolles. Okay, ich bin fertig. Okay. Ja, ne? Fehlt uns nur noch ein gewisser Dilti. Ja, ich guck mal kurz, dass er so verkauft. Am Verhandeln. Ja, so Mithril-Riemen und Mithril-Hauben und so habe ich schon alles. Ja, ne? Dann wollen wir noch eben. Ach, guck mal, wer da ist. Ha. Ist nicht der, den ich erwartet habe. Nee. Diese friedliche Stille in Alphitaria werde ich ständig von diesem Hofmarschall Nocvirna herumkommandiert, die reinste Tortur. Oh ja, du armer du. Ich dachte, das wäre Sorakt, aber es war er nicht. Scheinbar nicht. Wo war denn der Eingang zu dem Bauernfeld? Ich glaube, wir sind schon dran vorbei. Wir laufen gerade einmal außen rum, ja. Lass mal wieder zurückgehen. Ja. Was hast du zu erzählen? Dem Dieb verhaue ich ordentlich den Hintern. Das ist ja nett. Okay, willst du die Selkis verprügeln? Da bin ich dabei. Yay, Selkis vermöbeln. Lass mich mal eben meine Waffe ziehen. Wo ist der Eingang auf dieses verdammte Feld? Hier? Ja, der ist hier unten. Das ist, wie wir letztens auch einfach nach links gelaufen sind. Ja, das ist aber auch irgendwie unauffällig hier. Wo bist du denn? Schau mal, Handel. Wir wollen keine Streifenwert verkaufen, geh da raus. Nee. Gibt's Food? Food. Food. Da ist eine Kuh. Und das ist ein Stier. Fum. So, hier vorne, ich glaube, der ist das. Oh, ich will sie nicht verkaufen, meine lieben Kühe. Wahrscheinlich. Aber ich will dir eine Kuh abkaufen. Vielleicht verkaufst das, du mir eine war Kuh. Das derjenige, der das verkauft hat. Ich weiß, es kommt über Stürze auf. Wie wäre es mit einer niedlichen Kuh? Eine Kuh für 500 Gil kaufen, ja. Das ist also der Dialog, den ich beim letzten Mal... Du wirst es auch nicht bereuen, ich schicke sie an deine Eltern. Das ist also der Dialog, den ich beim letzten Mal komplett übersprungen habe. Ja. Ja, jetzt hab ich auch eine Kuh. Marc, sprich mal mit ihr. Vielleicht kannst du auch noch eine kaufen. Das letzte Mal konnten wir auch noch eine kaufen. Wenn mein Mann doch auch mal was anderes denken würde als seine Kühe. So zum Beispiel ans Geschäft. Verkauf alle deine Kühe für 500, die sind bestimmt viel weniger wert. Ja, eine Milch bringt 10. Du musst schon eine Menge Milch produzieren. Ja. Ja, aber so eine Kuh ist trotzdem eine Menge wert eigentlich. So, hier oben ist der Ausgang. Ja, unten auch. So, echt? West. Ja. Hab ich gar nicht gesehen. Hier sind 2 Ausgänge. So, zur Weltkarte. Okay, dann durch den Miasma-Strom. Strom! Und Strom. Britzel. Britzel. Fum. Irgendwelche Zwischensequenzen? Nein. Beschreit nicht. Irgendwelche Zwischensequenzen? Nein. Vielleicht, wenn ich nochmal da lang gehe? Irgendwelche Zwischensequenzen? Die wollen alle nicht mit uns reden. Irgendwelche Zwischensequenzen vielleicht auf der anderen Seite? Achtung! Oh. Na gut, dann gehen wir durch den Miasma-Strom. Keiner will mit uns reden. Oh. So, Miasma-Strom Erde. Und wir haben nicht das Erdelement als unseren Kessel, sondern wir haben das unbekannte Element. Wird uns. Oh, hier, Schetzkin! Was hast du denn zu sagen? In Scheller lebt ein Selki, der auf den Namen Denarm hört. Und irgendwo harrt er still, ohne den Schutz des Kristalles im Miasma aus. Er sprach zwar davon, nach einer Methode zu suchen, ohne einen Kristall zu reisen, aber für mich ist das glatter Wahnsinn. Apropos,
sagte er plötzlich, hob mich hoch und begann mich zu untersuchen. Eigentlich wollte dieser Denarm für seine Forschung diese Gegend hier aufsuchen. Ah ja. Ja. Sehr interessant, sehr mysteriös. Mysteriös. Was haben die Illuminaten an der Tür? Wie kriegst du das schon an? Die hätten ruhig mal als würfelnden Effekt des letzten Elementes machen können, dass man ohne Gegenwind durch den Strom kommt. Naja, das wäre so einfach gewesen. Ja. Oder dass man gar nicht mehr so manuell laufen muss. Aber dann trifft man Schilzki nicht. Hm. Oh, welch großer Verlust. Ich würde sagen, das wäre ja zu traurig. Ja. Haben wir jetzt verlassen und sind jetzt auf dem Rebena-Plateau. Tja, irgendwelche Zwischensequenzen? Nein. Irgendwelche Zwischensequenzen? Du Gott. Ja, eine Zwischensequenz. Oh mein Gott, wen werden wir treffen? Sind vor Reben Terra. Sind sie Streifenapfeldiebe? Schon wieder? Spannung. Es ist... eine Karawane. Ach, die Tänzer schon wieder. Wir haben beim letzten Mal Nein gesagt. Ihr wisst, was das bedeutet. Ja. Was ist? Gefällt es euch? Wie wär's für eine Gil für eine Aufführung? Ich darf sowieso wählen. Spitze! Wenn ich's gewesen wäre, hätte ich mir auf Nein gedrückt, wenn du weißt. Das ist jetzt übrigens die sinnloseste Sequenz, die man überhaupt für 100 Gil kriegen kann. Denn wir sehen jetzt nur das, was wir sowieso gesehen haben, während er uns gefragt hat, ob wir Gil bezahlen wollen für diese gesamte Geschichte. Ja. Deswegen kann man es ja auch skippen. Ja. Aber dafür kriegen wir die tolle Musik dabei, als wenn wir gerade in unserer Stadt feiern würden. Also im Prinzip könnten wir uns auch die Seiki bei unserer jährlichen Stadtfete angucken und hätten genau das gleiche davon, würden keine 100 Gil dafür bezahlen und würden nicht dieselben drei Einstellungen immer wieder im Kreis sehen. Aber das würden wir dann nicht genießen können, wie mein wunderschöner Hutständer mit seinen Fellhänden durch die Gegend tanzt. Ja. Und ihr dürft übrigens nicht. Ich will auch gar nicht. Jetzt bin ich gerade extrem happy, dass ich jetzt mal Nein gedrückt habe. ja, kriegen wir euch... Ja, doch, na bitte! Der bekloppte Lilti muss auch tanzen. Ich will Klavan nicht tanzen sehen. Ja, tut mir leid, wir müssen jetzt noch eine Runde ausharren, damit wir auch dich tanzen sehen. Nee. Weiterreisen. Ah. Eine gigantische Zeitverschwendung und die hat noch Geld gekostet. Ja. Ja. Yeah. Die sollen uns dafür bezahlen, dass wir überhaupt zuhören und mittanzen. Wo sind unsere 100 Gil pro Nase? Ja, also, wenn wir jetzt noch eine Runde warten, dann tanzt er vielleicht auch mit. Nee. Blondie tanzt nicht. Blondie ist zu cool zum Tanzen. Wahrscheinlich. In der Zeit wurden wir bestimmt jetzt ausgeraubt. Nee, passiert nichts Neues. Okay, dann reisen wir jetzt weiter. In das Tagebuch eingetragen. Yay! Das ist doch eine schöne Erinnerung. Ja, so, nein. So kann man einen Abend auch füllen. Ja. Ja, das heißt, jetzt können wir zu dem letzten Miasma-Strom ziehen. Und beim nächsten Mal werden wir ihn durchqueren. Den finalen Strom. Also, bis dahin. Ciao. Aloha. Tschüss.